man das immer erwachsener und immer erwachsener wird. Aber nicht nur die Erwachsenen haben geholfen. Es muss viel geplant werden, viel organisiert werden, protokolliert werden. Und da bietet es sich an der Schule natürlich an, dass die Schüler dabei mitarbeiten. Ganz maßgeblich die Projekte koordiniert haben zwei, eine junge Dame und ein junger Mann, die ich jetzt auch gerne auf die Bühne bitten möchte. Bitte einen Applaus für Luisa Roman und Damien Lucky. So the two students, main representative organizing everything here at the schools are two students, Luisa and Damien. Super. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to welcome you here as a student here in the 11th grade at the FIS to the lovely Franconian International School under the very, very warm, sunny, blue afternoon sky. I would like to talk to you first about my thoughts as a student towards Bookbridge. When I first heard about Bookbridge during our school assembly, I was honestly surprised, excited, and a little skeptical. I wondered about the fact that how could I, as a student here at the FIS, really help these children in Mongolia. Through the tireless hours put in by my fellow students and myself, I came to realize that what we were doing here was, in a way, changing lives. The ability that we have given these children in Mongolia is heartwarming. The motivation, dedication, and perseverance of my fellow Bookbridge teammates was inspiring for me as a student. And now, ladies and gentlemen, I would love to introduce you to the young lady who started it here all at the FIS, Luisa Homan. Good afternoon. Over there, you see our final product. Three containers filled with 45,000 books, CDs, computers, and various other learning materials. This is what we have worked with over the past few months. What you cannot see, however, are the countless hours, evenings, and Saturdays we've invested in coming up with marketing ideas, sorting books, and eventually loading the boxes onto the containers. Of course, we appreciate the cash hours we've gained through this process, but the knowledge we've acquired, how we grew closer together as a community, and everybody who joined in the effort. That was what the project is really about. And we are glad that we, together with Bookbridge, could do this project. It's something really special to us. And we are a small school, but we've made a big impact. Thank you. And now, ladies and gentlemen, not only from us students here at the FIS, I would hope that you would all give a warm, warm, warm Franconian International School welcome to Karsten, Malte, Alex, and the rest of the Bookbridge crew. Hallo, ein herzliches Willkommen auch von Seiten der Bücherbrücke. Hello and a very welcome also from Bookbridge. It's only one person, es ist nur eine Person, die heute hier steht, aber ich stehe hier für alle Helfer, nicht nur direkt von der Bookbridge Crew, sondern auch die vielen Schüler, Eltern, Lehrer, Bibliothekare, die am Wochenende hier waren, um Bücher zu sortieren, Bücher zu sammeln und, wie Damien schon gesagt hat, das möglich zu machen, was Sie hier sehen heute. Wie ich zum ersten Mal Mitte November hier an die Schule kam, und mir es angeschaut habe, als eine Möglichkeit, vielleicht hier eine neue Sammelstelle aufzubauen für die Bücherbrücke, hätte ich nie gedacht, dass wir heute hier, nur vier Monate später, mit drei Containern und 45.000 Büchern stehen. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die FIS im Namen der Bücherbrücke. Das Engagement aller hier an der Schule war für uns eine reine Freude der Zusammenarbeit. Wir haben die gemeinsamen Sortierabende, Sortiernächte hier genossen und wie die Amerikaner immer sagen, it has been awesome and it has been very awesome, mit euch hier zusammenzuarbeiten. Die FIS baut heute eine Brücke in die Mongolei. Schüler der FIS werden im Sommer mit auf die Reise gehen der Bookbridge Crew
und ein Bildungszentrum im ländlichen Gebiet rund um Dzungkhara in der Mongolei einrichten. Dafür sind wir sehr dankbar und wir sind auch sehr, sehr dankbar, dass die FIS uns in dieser Art und Weise so unterstützt. Wir verstehen uns als Brückenbauer bei der Bücherbrücke und für die Bücherbrücke in die Mongolei haben wir uns einen weiteren Brückenbauer als Schirmherr herausgesucht. Und ich bin sehr froh, dass ich ihn Anfang Januar in Berlin treffen durfte und er unsere Anfrage angenommen hat. Sein Name ist Galsan Chinak. Viele von Ihnen kennen ihn vielleicht. Er ist ein mongolischer Autor, der in Deutschland auch mit studiert hat, aufgewachsen ist und der viele Bücher geschrieben hat, die uns auf unseren Reisen auch sehr inspiriert haben. Und ich habe ein Schreiben von ihm bekommen, er kann heute leider nicht hier sein, und ich lese gerne einige Auszüge daraus vor. Und Petra ist so lieb und wird vielleicht den Hauptteil davon zu übersetzen. Es ist eine sehr bildhafte Sprache. Liebe Bücherbrücke, liebe Schülerinnen und Schüler der Franconian International School, wohnend und arbeitend am Rand der immer noch winterlich kalten mongolischen Steppe, hinter tausenden von Kilometern von euch, eilen meine Gedanken an dem heutigen Tag nach Erlangen, wo ein großes kulturelles Ereignis im Gange ist. Der Tag der offenen Bücherbrücke bedeutet ein Fest des menschlichen Geistes. Während ich dies sage, denke ich an die 13.000 Bücher, die ihr im letzten Jahr von Deutschland in die Mongolei gebracht habt und die als Dauernahrung und verdichteter Brennstoff des Geistes in meinem kalten, kargen und kahlen Land blieben. Hunderttausenden von Menschen werden sie mittlerweile gelesen und genossen haben. Was meine Herkunft als Sprössling tuwinischer Hirten- und Jägernomaden betrifft, wir haben im Laufe der langen Kulturgeschichte der Menschheit keine eigene Schrift besessen und haben daher das Phänomen Buch erst vor einem Menschenleben zu Gesicht bekommen. Mit dieser lichten Epoche, mit Büchern, ist meine Lebenszeit zusammengefallen. Und ich bin schon als Grundschüler zu einem leidenschaftlichen Leser geworden. Wie viele Bücher ich seit jener Zeit bis zum heutigen Tag gelesen habe, weiß ich nicht mehr. Wohl einen Berg als Umfang mit einem Meer als Inhalt. Was ich aber zu wissen glaube, haben mir die 17 Jahre als Schüler und Student 1% meines Wissens gegeben. Aber die Bücher mir die restlichen 99% geschenkt. Meine Besonderheit ist, dass ich die allermeisten Bücher, sobald ich sie zu Ende gelesen habe, an andere Menschen meiner Umgebung weitergebe. Das rührt von meiner stillen Hoffnung her, dass die Bücher, die mich beglückt, gestählt und geprägt haben, es auch mit den anderen Menschen und Lesenden täten, auf dass eines Tages eine vollkommene Menschengemeinschaft zustande käme. Hier ist mein Aufruf an die Menschen dieser Erde und an euch. Lest Bücher und lernt von ihnen. Lest auch die von mir verfassten Bücher.